Du meinst, du wollen wir noch einen machen, oder? Ja klar, immer wann. Ja klar. Wenn ich jetzt starte, hast du alles erledigt oder würdest du das jetzt einfach unterbrechen, was du machst? Nee, kannst ruhig machen. Ich habe nur die Leistung gerade auf Ultraleistung gestellt. Ich gehe sonst mal da der unterste Planet mal probieren. Warte, bevor du jetzt startest. Okay. Diese Welt ist von ätherischen, unbändigen und sonderbaren Pflanzen erfüllt, die sich still und uneingeschränkt über die gesamte Oberfläche ausbreiten. So, jetzt kannst du starten. Jetzt muss ich einfach dort, wo so gelb umrandet ist, das nehmen. Und dann wird ja auch gleich eine Missionsbeschreibung dabei gelegt. Was du da machen sollst. Dezimiere die Bug-Population mit allen Mitteln oder schütze unsere Lebensweise mit allen Mitteln vor Terminiden. Das ist, glaube ich, dasselbe. Dasselbe meinst du? Belohnung gibt's gleich, so wie es aussieht. Ja, dann eine gute Wahl. Brutplätze auslöschen, finden, zerstöre alle Terminiteier oder mach die. Das ist ähnlich, weil wenn du Eier zerstören machst, da spawnen die ganze Zeit Viecher. Dass ja. Du nicht nur Eier zerstört hast. Das ist zweit. Was für ein Schwierigkeitsgrad? Mittel. Ja, doch, das können wir machen. Das geht. Soll ich mal machen? Okay. Ja, initiiere FTL-Sprung nach das Turing-System. Hawk. Sind wir auf dem Wasserplaneten? Sprung abgeschlossen. Ja, abwarten. Missionskoordinaten festgelegt. Dann nehme ich auf jeden Fall einen Luftschlag, ne? Den sollten wir schon mitnehmen. Ich würde sagen, wir starten hier unten. Hier ist am wenigsten los. Hier unten. Hier ist am wenigsten los. Aha, da könnte man noch Taktikziel optional auch noch erledigen. Hast du das gesehen? Ja, das machen wir auch. Aber erstmal starten wir hier unten, weil hier ist am wenigsten los. Okay. Dann nehmen wir uns. Hier dürfen direkt keine Gegner sein. Es ist soweit. Diese ehrwürdige Pflicht ist Ihre Bestimmung. Verteidigen Sie die Demokratie um jeden Preis. Freiheit braucht Feuertag. Alter, nur. Laser, immer. Ich folge dir mal. Du gehst mal vor.
Dann soll ich einfach mal das erste Nest markieren, oder? Genau, und mit der MG immer am besten hinlegen oder hocken. Markiere Karte, fass dich. Tabulator. Oh, die Grafik ist so schön. Ja, ich finde auch. Ja, sieht echt gut aus. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Noch ein bisschen. Hastig geschriebene Notiz: Vorräte gingen zur Neige. Hab Munition genommen, lasse Haferflocken hier. Viel Glück. Ich finde den Humor mega geil in dem Spiel, auch wenn er dich motivieren will und im Tutorial, weißt du, das Übertriebene, so, ah, du bist so gut war noch keiner und so Zeug. Eigentlich bist du abschauen. Der Laser hat mich grilliert. Ja, mich auch. Deswegen, ich werf mich dann immer hin. Wenn ich merke, der Laser Fokus nicht, dann werf ich dann immer hin. Oder nicht mich, sondern die Gegner vor. Siehst du, was da kommt? Ja. Na, jetzt kommen wir rein. Achtung links dann. Aha, okay, sie. Jetzt der Granaten rein oder Orbitalschlag dann? Okay. Die Eier einfach zerstört. Ja doch, die hier, die Nester, die sind jetzt nicht gut. Hier, die und die Eier, das sind die Eier. Magazin leer! Und halt sich schon. Jetzt siehst du, halt sich schon. Ich habe Nest 2 zerstört. Ich habe Nest der Laser, der macht halt das ganz kleine Ding immer ganz gut. Ne, besser nehme ich nicht. Magazin leer! Da hinten kommt dann wieder ein Dicker, hast du gesehen? Hier links, wo ich bin, da kommen so ein Dicker wieder. Ich sehe keinen Dicker. Oh Scheiße, der hat mich voll eliminiert. Das war der Dicke, der hat mich frontal irgendwas angeballert. Oh. Voll auf dich, oder was? Nein, du bist voll auf mich gelandet. Oh, scheiße, sorry. Das war natürlich geschickt, ne? Noch ein Teil für unsere Sache. Warte. Ja, nimm dir mal die Ausrüstung, die ich hatte. Ich krieg gleich die neue. Ja, bitte geschützt. Da die roten Regionen jetzt auch machen oder direkt drauf zur illegalen Übertragung? Nördlich.
Weißt du, das ja so rote Gebiete, zum Beispiel direkt vor uns, heißt das, das sind einfach Feinde oder Ja, rote Gebiete sind Feinde. Ja. Aber da kommt wieder so ein Dicker da. Die habe ich dir aber eigentlich dahin gelegt. Die nehmen das Hinwerfen von Waffen. Genau hier. Raygun, hier. Gebe ich dir. Nimm die mal. Damit kannst du halt die fetten Viecher super geil killen. Ja. Wo darf die hingehen? Aber wenn wir jetzt da gerade rauslaufen, auf der Karte ist ja so rot gestrichelt. Das heißt einfach, das sind Feinde oder was? Genau, das ist so ein feindliches Gebiet. Das ist schon gut, wenn man die killen geht, oder nicht? Ja, gibt keine XP, ne? Nicht? Nee, du musst halt Missionsobjekte erledigen, ne? Wir sollten das. Markierkarte, nördlich. Diesen komischen Außenposten da sollten wir machen. Der bringt es weg. Das hat so eine Nebenmission. Ne? Wenn du Feinde tötest, das ist einfach nur, ja, du tötest sie. Ach du Scheiße! Jo! Hier ist ein bisschen Besuch. Ja, ich muss ein bisschen flüchten, ich hab ziemlich viel an der Bach. Oh Scheiße! Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss kurz abbauen. Ja, alles gut, mach das. Dann soll ich wieder da. Also, dafür ist der geil, ne? Der bleibt da einfach und killt jetzt alle Viecher. Okay, du brauchst noch recht lange zum Beschwören. Was ist denn noch? Ah, du hast meine Strohfinde genommen. Ja, morgen. Die Strohfinde ist der Hammer. Geht aber noch ordentliche Reichweite, für das es eine Schrotflinte. Richtig gut, richtig gut. Obwohl die normale MG, die finde ich auch nicht gut. Oh, Scheiße, weg, weg. Nein, es gibt noch nicht. Was? So, wir sollten aber trotzdem zu der Zeit nicht mehr. Wir müssen uns bewegen. Wir können langsam so in den Bereich, wo wir uns bewegen. Okay. Du kannst nicht mehr nur auf einem Punkt stehen bleiben. Die überrennen dich den. Na, hier ist auch wieder so ein Meganest. Warte mal. Fordere einen Adler an. Packungsposten entdeckt. Wie gesagt, immer Granaten da rein. Ne? Ja. Entdeckung, Granate!
Okay, ich habe eine reingeworfen. Ja, sehr schön. Siehst du, jetzt haben wir ein mittleres Backwerk zerstört. Das war auch so eine kleine Zeit. Das heißt jetzt möglichst schnell zum Außenpost, da zum Ding hin, weiß gar nicht, was das ist. Von dem habt ihr am meisten Schiss. Ich hab da letztes Mal kurz einem Streamer zugesehen. Der wurde die ganze Zeit vom Teammitgliedern weggebombt. Ja. Aber Atmosphäre ist auch geil gemacht. Man hört die ganze Zeit irgendwo Käfer. Keine Munition mehr. Magazin leer. Lade nach. Noch Granaten? Hier, ich hab sonst Vorräte gerufen. Ach so, du hast doch auch gehofft, aber der muss von hier unten ein bisschen ein Käferproblem. Solltest du eigentlich kein Problem haben. Und hier? Da hinten ist noch ein Nest, das müssen wir platt machen. Da vorne, siehst du? Ja. Da hinten. Da muss man eine Granate reinlassen. Noch irgendwo eins haben, sonst hätten wir einen Erfolg. Da war's das. Ja, dann war's das. So. Ja, dann müssen wir noch da vorne, ne? Eier zu finden.
Ihrer Karte, westlich. Merkst du, wenn du so durch Pflanzen läufst, ein bisschen langsam. Ja, das ist auch mega gut gemacht, finde ich. Soll ich mal da rechts schnell schauen gehen, ob es da Proben ja, oder guck etwas? Mal, guck mal, guck mal. Wenn du klarkommst, ansonsten hältst du zurück zu mir. Ich habe eben gelesen, die wollen das Entwicklungsteam noch aufstocken. Das Spiel ist halt mega populär, ne? Mhm. Aber auch nicht unbegründet, also ich finde es mega geil gemacht einfach. Fordere einen Adler an. Auch so die Effekte und so und dann mit dem Weltraum und so, das ist richtig gut gemacht, finde ich. Ja, das ist einfach ein Gamer-Spiel, ne? Mhm. Ne, das mögen eigentlich Leute, die viel zocken. Hab was gefunden! Ist jetzt kein Spiel, was Schwachsinn ist oder so, ne? Hier ist irgendwas. Mit lieben Grüßen von der Übererde. Ah, von einer Bombe, okay. Oh, ich hab Überquells noch gefunden. Und nochmal hoch. Ja. Da vorne ist richtig was los. Ne? An den Kolonieaufseher, um der Freiheit besser dienen zu können, wurde das Sicherheitsbudget ihrer Kolonie für die nächste Finanzperiode um 23,7 reduziert. Brauchst du noch Munition? Ah, ich hole schon. Der hat mich gerade erwischt, verdammt. Nein, ich hab dich. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Ja, du musst halt schnell sein. Ah, schon wieder hat er mich erwischt. Ah, eliminiert von Rums. Anscheinend. Ja, das kann gut sein. Aber ich hol dich auch direkt wieder. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Da merkst du ja, wie schnell das geht. Jemand kennt die Befehle aus. Jetzt muss man dann die Proben wieder einsammeln, oder hast du das schon? Ich sammle jetzt gerade deine Proben. Ah, okay. Ja, Ausrüstung musst du natürlich wieder einsammeln. Ja. Jetzt hab ich einen gröbsten Ansturm erlebt. So. Noch 20 Minuten für die Mission. Wir müssen schnell die Löcher suchen, damit wir die stopfen können. Ja. Aber ich finde die kein Loch mehr. Magazin leer. Das waren alle Löcher. Ja dann.
einfach kurieren gehen. Positioniere Pin. Südwestlich. Markiere Kap. Südwestlich. Na, da siehst du noch so ein paar Tunnels, die jetzt auf. Ich hatte noch vier. Ich schicke auch mal einen Pfad auf, da kommt ein Adler. Nein, ich war am Proben einsammeln. Du bist plötzlich neben mir hingeflogen. Was war denn das? Da hinten wäre noch ein fettes Backen, das geht jetzt nicht. Hätte ich ja wohl Bock drauf gehabt, ne? Aber. Und dann wird das jetzt noch machen oder hauen die dann ab? Nee, das ist zu krass. Wir müssen jetzt hier verteilen. Neues Magazin! Ankunft Zeit -20 Sekunden. Die Scheiße! Ja, nein, der Laser! Ja, du musst dich hinlegen. Munition alle! Wie gesagt, der Laser, der macht viel Schaden, aber auch halt hier viel Schaden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber hat geklappt.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Wir haben jetzt kommt die Mission erledigt. Ah, hättest du zwei optionale Ziele gehabt? Ah, komm, wir haben fast alles erledigt. Das war richtig gut. Das war schon echt nicht. Aber du hast jetzt keinen Nachteil, wenn du bei mir jetzt beigetreten bist oder so, oder? Nee, ich mach das ja freiwillig. Aber ich meine, du hast keinen Nachteil im Fortschritt oder Punkte oder irgendetwas. Ja, es gibt halt, also ich würde jetzt drei Schwierigkeitsgrade höher spielen. Aber ja. Ich mag das eher lieber, wenn es ein bisschen chilliger abends ist. Ja. Wenn du dich auch mal ein bisschen unterhalten kannst und nicht nur das Ganze, du musst nach A springen, du musst nach B springen, wir brauchen jetzt Geschütze und hier. Das Spiel wird, wenn du das höher spielst, unheimlich stressig. Ja. Also ich mag das lieber so, wie wir das gerade machen, so ein bisschen smooth, ein bisschen chilliger, einfach reinkommen in das Spiel, ne? So, ich spiele mit Leuten, die ziehen mich da durch, ne? Die sind so hart drauf, die spielen das alleine, ne? Aber das sind auch Leute, die sind den ganzen Tag zu Hause. Okay. Ne, ich bin 10, 12 Stunden am Tag am Arbeiten. Ich habe da gar keine Zeit für. Ich kommt mir jetzt gerade den Punisher kaufen. Der Punisher. Das ist auch die erste Schrotflinte, glaube ich, ne? Genau, ja. Hm. Ja, wie gesagt, ich sag dir da jetzt nichts zu. Das musst du einfach mal machen jetzt. Was du für nötig hältst. Du wirst das merken, was du kaufen sollst und was nicht. Wenn ich jetzt sage, kauf die und du sagst nachher, die ist kacke, ist das kacke. So, sag ich dir, kauf die nicht. Und du sagst nachher, hätte ich kaufen sollen, ist das auch kacke. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen geschmacksabhängig jetzt, ne? Würdest du das empfehlen, dass... Nein, die Punisher würde ich nicht empfehlen. Nicht? Nein. Weil, sag ich mal, die Punisher ist, glaube ich, die... Ja, die erste Schrotflinte. Nee, ich würde sie echt nicht empfehlen. Also, die macht auf ein Ziel gut Schaden, aber du kriegst da keine Wellen mit weg. Ja. Also besser beim Maschinengewehr bleiben. Ja, definitiv. Also ich würde das Standard-Maschinengewehr erstmal weiter benutzen. Definitiv. Also ich habe es mir auch gekauft, die Punisher. Ich habe es, glaube ich, zweimal benutzt und danach, weißt du was, weg damit. Aber meinst du, soll sie trotzdem mal probieren? Oder, ja, was kostet die? Also ich habe sie schon gekauft. Ja gut, dann nimmst du... Münzen oder was? Vier Medaillen? Nix. Wenn die jetzt 60 kostet, hätte ich gesagt, weißt du was, das war ein Scheißkreis. Ja, ich teste die mal. Mal schauen. Genau. Einfach mal ausprobieren. Also ich mache das auch immer so. Ich probiere die Waffen aus. Wenn das ein Fehlkauf war, ist es halt so, wie es ist. Ne? Aha, gerade direkt nebendran ist jetzt wieder ein Ziel. Dann nehme ich das gerade, oder? Ja, Abfall. Mach die lokale Interkontinentalrakete bereit und feuere sie ab. Aber ich glaube, ich nehme eine andere Ausrüstung. Soll ich schon drücken oder noch warten? Warte.
Ja, kannst ruhig starten. Ja. Missionskoordinaten festgelegt. Zack, das Helpods bereit. Aktiviere Orbitaldüsen. Oh, hier ist auch kein Arsch. Oh, Pam, sehr viele. Alter, synchronisiert. Das sind viele Leute.